So, und weiter geht's. Diese Hand hier ist bereits mit Öl versorgt. Jetzt gehen wir mal näher. Gut, dass ich es nicht auf den Mittelfinger gemacht habe. Ein Rap. Klicken wir den mal weg, dass ihr das Motiv vielleicht einmal oder auch nicht scharf. Die Kamera will nicht. Ja, das ist gemein, die will nicht scharf stellen. Also zum einen hier ein Bambi, aber nur auf die Hälfte vom Daumen. Und ein, ohne das jetzt fertig zu machen, ja, ich will nicht, doch, will doch, die Kirche im Dorf, beziehungsweise die Kirche erleuchtet. Und das darf jetzt ein bisschen einziehen, das Öl. Dann gehe ich noch mal in meinen Handschuh rein. Natürlich genau in denselben, den ich vorhin schon anhatte. Bei mir selber brauche ich nicht drei Stück verschiedene nehmen. So, ich habe ja hier diese Farbe und ich finde es glänzend. Super schick und eigentlich wollte ich ja die Wraps in einem anderen Ton haben, also in einem Matt, und habe dann aber festgestellt, nö, in Matt gefällt mir es gar nicht. So, dann möchte ich auf dieser Seite was will ich denn? Ein Rentier möchte ich gerne. Das verbinde ich nämlich auch noch mit Weihnachten. Ein Rentier für nicht den Ringfinger, sondern für, doch den Ringfinger. Der linke ist nicht ganz so groß, oder machen wir den kleinen? Muss das mal prüfen, wie viel Platz ich dann habe im Endeffekt. Da werde ich wohl den kleinen Finger nehmen müssen, weil ich so zierliche Finger habe. So, was nehme ich dafür? Ich nehme wieder den Transferfolienkleber. Braucht gar nicht viel. Einfach nur sicher gehen, dass auf jeder Stelle, wo nachher der Wrap sein soll, ein bisschen Kleber ist. Wir müssen nachher ein bisschen schnell sein, also beziehungsweise ich, ihr seid ja gar nicht da. Das ist eigentlich eine Frechheit. So, dann gehe ich mal hier rein und lasse das Ganze trocknen. Jetzt habe ich zwar nasse Pfoten, aber das spielt keine Rolle. Das Wasser ist schon ganz gut so. Ja, es ist ein cooles Rentier. Jetzt guckt man einfach, dass diese weißen Streifen nach und nach verschwinden. So wie diesen Wrap, den ich gerade runtergeschmissen habe, das Trägerpapier. Das spielt keine Rolle. So, dann komme ich raus. Ich möchte auf jeden Fall das komplette Rentier drauf haben. Das, was jetzt wegsteht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich jetzt hier so, seht ihr das überhaupt? Ja, ich denke, Kanten habe, dann fahre ich jetzt tatsächlich mit dem Fingernagel im Handschuh oder ohne Handschuh, spielt keine Rolle. Ich habe es auf der anderen Seite ohne Handschuh gemacht. Einfach mal entlang und habe den nahezu streifenfrei. Jetzt kommt ein Trick. Ultrabond. Ja, ich gehe komplett damit drüber. Das ist ja ein säurefreier.
Ultraband. Das doppelseitige Klebeband. Warum macht die Moni das? Ja, ganz einfach. Ich möchte ja nachher den Nagel noch versiegeln. Versiegel ich mir den Wrap nicht, kann es sein, man rutscht ab. Also das Gel rutscht mir dann ab. So, jetzt drücke ich mir den Wrap, der hier auf der Haut ist, einfach in die Kante, in den Rand rein, beziehungsweise davon weg und ziehe das, was zu viel ist, über die Haut weg. Hier unten drunter hat man natürlich noch viel. Da ist ja Ultrabond drauf. Hier nehme ich erstmal nur so viel weg. Ganz vorsichtig, dürft nicht über die Nageloberfläche, also von der Seite her über die Oberfläche hier rüberrutschen, sonst ist es in Gefahr, das schöne Stück. So, ich habe jetzt einen Trick, um wirklich sicher zu gehen, dass es richtig gut hält. Komischerweise habe ich hier einen Mattversiegler. Mit dem mache ich das immer zuerst hauchdünn versiegeln und ich habe extra die Spitze noch nicht befeilt. Ich habe ja um die Spitze drumherum immer noch Produktreste, also Wrap-Reste, die ich jetzt erstmal mit einbeziehe mit dem Versiegler. Das hat einen ganz einfachen Grund. Zeige ich euch gleich. Natürlich gucken, dass kein Material auf der Haut ist und ab in die Lampe. Ich habe gemerkt, vor allem die Versiegler ohne Schutzschicht, dass die gerne ein bisschen zu glatt sind. Nicht nur an der Oberfläche, auch unten drunter, wo sie Kontakt mit dem Untergrund haben. Und beim Matten habe ich das Gefühl, das krallt sich besser fest. Deswegen fungiert der Ultrabond zwischen der Nagelplatte, also dem Untergrund. Jetzt ist der ja auch glänzend als Klebstoff dazwischen. Und damit mir das Ganze nachher nicht abfatzt, weil Haushalt sollte man schon auch mal ohne Hausschuhe, ja. Ohne Hausschuhe hört sich gut an. Das wäre wieder was für die Alex. Alex, hast du Hausschuhe an bei der Arbeit, bei der Hausarbeit? Natürlich nicht. Es geht um die Handschuhe. So wäre das jetzt matt. Am Anfang dachte ich, ich lasse es matt. Da gefällt mir aber dann das Rentier nimmer. So, jetzt gehe ich mit meiner Feile von hier nach da, von da nach hier und nicht von unten nach oben fallen, sondern von oben nach unten. Also schräg hier nach schräg da. Es geht darum, dass man hier jetzt die Reste wegmachen möchte und ich möchte ja nicht, dass mir da unten das Produkt nicht hält. Weil dann hätte ich ein kleines Problem. Dann hätte ich den Wrap drauf und irgendwann fahre ich mal unachtsam mit irgendwas Scharfem drunter und hätte das Produkt dann, also den Wrap, nicht mehr dran. Und das wäre problematisch. Dann hätte ich nämlich die ganze Arbeit für nichts. Das ist das eine, wenn es an mir selber passiert. Learning by doing. Aber wenn ich dann Kunden habe, möchte ich, dass es hält. So, natürlich auch hier nochmal ordentlich gucken. Und jetzt kann ich das Ganze mit meinem Versiegler ohne Schwitzschicht nochmal versiegeln. Das sind zwar viele, viele Schritte, aber die Haltbarkeit der Produkte bei meinen Kunden ist es mir wert. Weil die kommen dann nicht nach ein paar Tagen und sagen, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Mein Wrap hat sich abgeschält. Und deswegen probiere ich gerne auch mal untypische Arbeitsschritte aus, die vielleicht auch ein bisschen ja, wieder aufwendiger sind. Das spare ich dann, wenn ich die Modellageprodukte nicht so extrem auftrage.
gucken, dass ihr überall Material habt und ab zum Aushärten. So, damit ihr das nochmal mitbekommt, mache ich mit euch zusammen dann noch den Daumen. Oder machen wir den Zeigefinger? Oh ja, wir machen den Zeigefinger. Dann kommt das wieder weg. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Viech hatte ich ja jetzt. Zeigefinger. Was nehme ich denn? Ich glaube, da nehme ich nochmal die Kirche. Sind ja schöne Motive dabei. Ich finde es auch gut, dass man wirklich fünf verschiedene Motive auf so einem Kärtchen hat. Übrigens ist es trocken, es hat keine Schwitzschicht. Natürlich schneide ich die immer einzeln ab. Aber durch die Verwendung mit dem Ultrabond brauche ich nicht mehr den Wrap anzupassen auf Länge und auf Form. Hier waren wir ja. Weil das ist einfach nicht nötig durch den im Ultrabond. Ab ins Wasser. Ich mache das immer in meiner Arbeitshose. Da wird abgetrocknet. Und auch hier gilt, Dünndingkleber, der muss nicht streifenfrei sein. Hauptsache, da wo ihr den Wrap haben wollt, habt ihr ein bisschen Produkt drauf. So, und da wieder rein. Und ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das ging mit dem Wrap legen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Vorführeffekt vielleicht noch am letzten Nagel kommt. Das passiert mir ja auch ab und zu. Und auch das haut mich nicht um. Dann wird es halt nochmal gemacht. So. Was ihr hier rascheln hört, ist einfach, ich mache immer mal wieder einen Arbeitsplatz sauber. Oder legt die Sachen aus dem Weg, die ich nicht mehr benötige, damit ich einfach ein bisschen Platz habe. Bin ich hier? Bin ich da? Bin ich dort? Ranlegen, drücken, 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 drücken. Drücken, glätten. Und wenn ihr denkt, ihr müsst noch ziehen, dann dürft ihr noch kurz dran ziehen. Er sitzt. Und dann komme ich wieder mit dem Fingernagel. Ich ziehe jetzt mal den Handschuh zurück. Und obwohl das ein total billiger Wrap ist, ich habe mir jetzt extra mal so ein Päckchen 0815 ganz billige aus China bestellt, da wo das Nageldesign auch hergestellt wird. Und mache jetzt sofort überall einmal Ultrabond drauf, natürlich auch hier unten. Dann gehe ich wieder gegen die Nagelhaut. Ich reiße also nicht an dem Wrap rum, weil ich möchte nur, dass sich das löst, was nicht lebt. Alles andere darf ja drauf bleiben. Das da unten, das können wir auch noch ruhig lassen. Das stört erstmal gar nicht. So, einmal matt. Also das ist eine richtig geile Technik. Das Tolle ist, jeder, der schon Transferfolienkleber daheim hat, kann die Wraps super schnell befestigen und vor allem, die sind richtig verschweißt mit dem Untergrund. Gut, dass ich das damals ausprobiert habe und nicht gleich mir wieder eine Flasche von irgendeinem Gel besorgt habe. Da kommt dann der Schwabe durch und ich denke mir, klar, wenn es was ist, was es nur
speziell gibt, was speziell hergestellt wurde, okay. Wenn aber nur, ich sage jetzt mal, die Anwendung, ja, entwickelt in Anführungszeichen durch Zufall so rausgekommen ist, also wenn man durch Zufall gemerkt hat, wow, klasse, das geht auch damit, kann man es ja anders benennen. Aber für mich ist es schlichtweg und ergreifend super easy mit einem Transferfolienkleber. Da habe ich jetzt auch einen von einer günstigeren Marke, weil ich einfach zeigen will, es geht, egal ob mit teureren Produkten, genauso mit günstigeren Produkten, spielt keine Rolle. So, jetzt ist es schön matt. Scharf stellen. Scharf. Schön. Aber mir wäre es zu matt. Von der Nagelhaut kann man jetzt die Reste bedenkenlos abnehmen. Und man denkt, da ist noch was, da war ja gar nichts. Hier sieht man auch schon, wie das Zeug schon am Rand hält. Auch hier wieder vorsichtig weg. Piekst euch bitte nicht, wenn ihr mit spitzen Sachen hantiert. Ich habe hier die Spitze mit einer Feile entschliffen oder beschliffen. So, das da unten stört mich jetzt nicht. Wenn es mich stören würde, hier so eine kleine Kante. Wenn ich jetzt keine Versiegelung mehr drüber machen würde, würde ich es schön wegfräsen. Aber es kommt noch Versiegler drüber, deswegen juckt mich das gar nicht. So. Jetzt kann ich nämlich die Reste bedenkenlos so machen. Ich muss wieder für mich gucken, dass es in meinen Augen gerade ist, weil mir das nichts bringt, wenn ich nach eurem Denken meine Nägel feile, weil, wie gesagt, nicht jeder hat so super akkurate, gerade Fingerknöchelchen, dass die Finger ganz gerade nach vorne gehen. Das gibt es sehr selten. Meistens noch nicht mal bei den Babys. Nicht so viel drauf machen. Lasse ich immer noch ein paar Sekunden sich das Produkt glatt ziehen. Das ist auch ein recht einfacher Versiegler ohne Schwitzschicht. Muss keiner sein für 14,95. Ihr könnt natürlich auch einen verwenden, der 30 € kostet. Das bleibt euch überlassen. Mit den Produkten, wo ihr zurechtkommt, könnt ihr das ganz easy bewerkstelligen. Und deswegen war es mir jetzt so wichtig, dass ich euch das zeige. Bevor ich hier jetzt wieder komplett ins Hochdeutsch Deutsch abbreche oder abdrifte, machen wir jetzt nur geschwind in eine Daumen. Ne, genau, wir haben ja gar keinen Daumen mehr. Ach, das sieht man mal wieder. Jetzt reicht's fürs Videodreher, weil jetzt dachte ich schon, wir hätten noch einen Daumen zu machen. Ich habe doch der kleine und der Zeigefinger. Dusch, dusch. Ja, so ist es halt, ne? Wenn man eine Weile sitzt und quatscht und babbelt und macht und tut. Na, kontrolliere ich da unten nochmal, ob da alles weg ist, was mich stören könnte. Das ist mein Naturnagel, der bleibt unten drunter. So, jetzt ist es schön glatt. Das hier, das kann ich jetzt nachher noch schön mit dem Fräser glätten, dass mir das nicht mehr stört. Perfekt. Ich liebe es. Ein kleines Hautstück wird nachher noch weggezwickt. So. Da habe ich auch ein ganz tolles Nagelhautöl zum Probieren bekommen. Eins ohne Paraffinum liquidum. Wenn ich kein Mineralöl auf die Pfoten haben möchte.
Paraffinum liquidum. Müsst ihr mal nachschlagen, was es ist. Ich werde jetzt hier keine Dingser machen und euch sagen, was da drin ist. Ihr könnt es bei Google nachschlagen. Also mir gefällt's. Ich finde es jetzt richtig cool. Jetzt werde ich, wie gesagt, ohne euch noch so ein paar Feinheiten hier gerade beim Nageldesign oder vom Nachfüllen hier noch so ein Näschen mit der Fräse noch geschwind wegmachen. Und dann habe ich die Nägel schön. Ich habe die Nägel schön. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt beide nebeneinander strecke, dann denkt man immer, oh, die einen sind zu kurz, die anderen sind zu lang. Nee, ist es gar nicht. Aber ich kann halt meine Hände auch nicht so strecken, dass es gleichmäßig rauskommt. Das funktioniert nicht. Machen wir das mal so. Ja, das gefällt mir. Das ist süß. Also dann, bis zum nächsten Mal.